Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Souls 2. Wir haben ja uns letztes Mal durch dieses kleine Gebiet hier gekämpft, noch eine Kiste gelootet, wo ich jetzt auf jeden Fall noch gucken will, was das Hunter Set denn war. Genau. Ziemlich leichtes Set. Aber auch relativ schlecht, sehe ich hier gerade. Das nehmen wir auf jeden Fall mal. Ich bin außerhalb der Aufnahme jetzt das Gebiet hier nochmal abgelaufen, weil ich mir... Hat irgendwie keinen Weg mehr im Sinn, den wir hier gehen konnten. Habe jetzt auch tatsächlich keinen mehr gefunden, wo wir nicht schon mal waren. Hier drin ist noch so ein Giant Rests in Peace. Okay. Aber ansonsten war da oben noch, kann ich vielleicht kurz zeigen, wenn ich mich jetzt hier nicht. Da oben geht's noch lang, aber ich komme noch nicht hoch von hier. Also ehrlich gesagt keine Ahnung. Und ich glaube auch, dass wir ansonsten hier nichts mehr vergessen haben. In dem Gebiet allgemein, also im Großen und Ganzen gesehen. Deswegen werde ich mich jetzt mal auf nach Majula machen. Mich hat es halt nur gewundert, dass hier nochmal ein Leuchtfeuer ist, aber okay. Ich werde jetzt, denke ich, einfach mal ins nächste Gebiet gehen. Und dann irgendwann außerhalb der Aufnahme nochmal gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe vielleicht, ob es noch irgendwo weitergeht. Aber ja, Seelen haben wir nicht allzu viele. Wo ist... Ach, jetzt steht sie da. Ja, das kennen wir. Machen wir auf jeden Fall das eine Level noch, das wir dabei haben. Vielleicht haben wir auch noch Seelen bekommen, ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Ja, das machen wir jetzt einfach mal so. Ich schaue dann jetzt noch schnell, ob wir noch Seelen haben. Brauchen wir denn so 500 was? Oh ja, das geht sich schon wieder leicht aus. Genau, die Seele des letzten Giganten habe ich mir auch angeguckt, was die macht. Wird ein paar, also ein paar viele Seelen geben, aber benutzen werden wir die jetzt auf jeden Fall nicht. Jetzt schauen wir mal, ob man nicht vielleicht sogar... Oh ja. Gefällt mir sehr gut. Da können wir noch zwei Level investieren. Dann machen wir jetzt auf jeden Fall gleich noch den da und den da. Jupp. Und dann gucken wir weiter. Also wir waren ja jetzt da unten drin, wo ich mir jetzt zumindest vorerst relativ sicher bin, dass wir alles geklärt haben. Und als nächstes denke ich, also wir könnten jetzt hier lang, aber ich glaube, ich habe mir ja das mal angesehen, wann wir wohin sollten. Wie gesagt, keine Komplettlösung oder was gelesen, nur mal ein Fahrplan und ich glaube, dass jetzt hier weitergeht für uns. Wir werden das auf jeden Fall herausfinden. Sollte ich irgendwie vergessen, dass ich gucke, ob wir da in dem Wald was übersehen haben, schreibt es einfach in die Kommentare. Was haben wir hier? Was bist du? Das not move. Okay. Da sehen wir schon wieder mal ein Item. Das Ding kann man wahrscheinlich drehen, ha? Huh? Dass man dann an das Item kommt. Ja gut, vielleicht werden wir das im Laufe dieser Session ja noch herausfinden. Jetzt gucken wir erstmal, wo uns dieser einladende Gang hinführt. Ah, in die Tiefe. Lauern sicherlich unschöne Gestalten. Aber das wird sich zeigen. Oh, geht's ein ganz schönes Stück runter. Oh, Kiste, Kiste. Eingepackt. Keine Falle.
Ist das ein Schild? Ja. Ziemlich schlechtes sogar. Na gut. Okay. Man hat auf jeden Fall Wasser. Die Tür aufgeht. Ich glaube es irgendwie nicht. Okay. Da geht's nicht weiter. Habe ich irgendwo was übersehen? Muss ja eigentlich. Oder bin ich hier einfach falsch? Das kann natürlich auch sein. Das ist hier irgendwie. Ach. Tatam. Ich habe was übersehen. Na gut. Gucken wir doch mal, wo uns das Ganze hier hinführt. Da haben wir schon wieder ein Item. Aha, da oben ist schon wieder so ein Teil zum dran ziehen. Ziehen wir doch einfach mal dran, oder? Kostet ja nichts. Oder vielleicht ziehen wir auch nicht dran. Ja, vielleicht geht ja die Tür hier wieder zu. Ah ja, okay. Das wird dann dafür sein, dass wir wieder rauskommen. Dann hätten sie auch offen lassen können, ne? Naja, wir werden es erleben, denke ich mal. Aha. Zerbrochenes Schwert hört sich jetzt mal nicht an, als ob es irgendwas für uns wäre. Nope. Skaliert schlechter, ist schlechter. Ja. Bin ja gespannt, ob es hier auch wieder so ein Typi geben wird, bei dem wir dann irgendwann mal verkaufen können, vielleicht. Leuchtturm. Hübsch. Heides Tower of Flame. Ja, da springen wir auf jeden Fall schon mal nicht drüber. Oh. Hallöchen. Das ist ja auch schon wieder so ein kleiner. Das ist das erste Feuer, sehe ich. Na gut. Ach nee. Nee, ich raste jetzt da erstmal am Feuer. Einfach nur, um zu gucken. Oh. Ich wollte doch eigentlich kurz da rasten, Mensch. Wenn ich sterbe, nicht wieder denselben Weg laufen muss. Komm mal wieder hoch. Er sieht echt nicht ungefährlich aus. Der kommt mir auch bekannt vor aus Dark Souls 1, glaube ich. Gab es welche, die so ganz ähnlich aussahen. So. Jetzt können wir da hier mal. Ach, ist der jetzt resettet? Du hast Lasten oder wie? Hallo, schlag mich doch. Au. War nicht so gemeint. Okay. Ja, die gehen klar. Sollte mich nur nicht von solchen Schlägen treffen lassen. Und da geht er down. 400 Seelen. Das ist doch wieder mal eine Ansage. Okay. Phantom required. Mhm. Ja, nee. Nee, dann nehmen wir jetzt mal keinen mit. Das muss schon. Oh, der hat einen dicken Schlägel. Der. Nee, hat nicht dasselbe Moveset wie der vorhin mit dem dicken. Oh, da habe ich fast zu früh gerollt. Da habe ich zu spät gerollt. Und da habe ich falsch gerollt. Aus da, aus da. Okay. Das ist die erste Estus. Nein, 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 nein. Okay. Gut, dass wir gerastet haben. Da habe ich mich wieder ein bisschen doof angestellt. Aber ich denke mal. Ja, wobei, die werden wahrscheinlich respawnen, denke ich. Es gibt immer wieder so dicke, aber so dick waren sie ja jetzt auch wieder nicht, dass die jetzt schon nicht mehr respawnen würden. Okay, komm mal her. Ja, sicher. Kläre ich doch im Schlag noch. Und so gefährlich. Also gut, ich habe mich gerade von einem von denen umbringen lassen, aber so gefährlich kommen sie mir jetzt mal nicht vor. Gut, waren die
dicken im vorherigen Gebiet auch nicht. Bei der mit dem Schlägel. Da kommt mal ein bisschen. Der ist... Oh, und weil er auch so nachzieht. Und so eine große Reichweite hat. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ja, genau. Da gibt es immer wieder eine mit, oder? Nee. Ich finde es ein bisschen schwierig zu erkennen, wann er mehrmals schlägt. Ja gut, der ist klar. Oh. Da kam noch einer hinterher. Okay, das dürfte es gewesen sein. Ja. Ah, okay, dann. Down. Oh. Trifft mich nochmal. Bone Dust. Was wird denn das schon wieder sein? Na gut, gehen wir es doch. Das ist klasse. Da werden die Estus Flask stärker. Also nicht mehr, sondern heilen halt mehr, dann denke ich. Seele und Human Effigy. Auch immer klasse. Da haben wir wieder so einen Schwertschild-Typen. Hm? Okay. Ja. Oh, macht der noch einen Schritt? Kann doch nicht sein. Zweimal erreicht. Ja, sicher. Uhuhu. Dass mich der nicht getroffen hat. Da hätte er mich mal eiskalt durchbohrt. Palestone. Lauter neue Items. Finde ich klasse. Okay. Palestone. Ja. Gibt hammermäßig Sinn. Item. Das war wahrscheinlich ein Item. Ach nee. Ah ja, die gab's auch damals schon. Das ist ein PvP-Item quasi. Praise the Sun in der Tat. Oh. Geht hier eine Brücke rüber vielleicht? Okay. Na gut, wenn ich das richtig sehe, kommen wir... Oh, da sind zwei. Kommen wir da... Drei. Kommen wir da eh gleich hin. Oder gehen wir erst nach links? Sehr gut. Sehen wir uns an, wenn wir da sind. Schauen wir doch erstmal. One at a time. Ja, wenn die mich das lassen, dann mache ich das natürlich. Die sind zittelt. Ohne Spaß. Ach, okay. Ja gut. Wenn zwei zurückgehen, einer nach vorne geht. Puh. Wieder ein bisschen früh gerollt. Oh, da kommt ein zweiter. Da kommt ein dritter. Okay. Okay, okay, okay. Ah, und jetzt kommen sie beide. Haben die da die Ein- und Ausgänge bewacht, oder wie? Könnte ich ja öfter... Ja, jetzt erstmal gucken, dass sie resetten. Wenn sie denn resetten? Hallo? Wie lange wollt ihr mir denn hinterherlaufen? Boah. Ist aber mal Schluss hier, hä? Huh? Nee, ist nicht. Das ist mir zu doof. Nee. Können gucken, wie sie das... Also da links sind auch schon wieder zwei. Da sind zwei. Hier hätte ich zwei. Da ist jetzt erstmal keiner. Dann gehen wir doch erstmal da lang.
Ha. Perfekt. Schauen wir mal, ob wir den vielleicht doch nicht doch alleine kriegen. Das wäre natürlich klasse. Ah, ich glaube, das sieht gut aus. Oh ja, das sieht sehr gut aus. So nicht, mein Freund. Ah, so vielleicht schon. Uah. Okay. Dann können wir uns den einen da drin auch noch schnappen. Und dann vielleicht die zwei da drüben noch. Jetzt will ich aber kurz. Oh, da haben wir ein Nebelchen. Na gut, sieht jetzt mal nicht nach Boss aus. Wahrscheinlich geht es dann einfach weiter. Jetzt holen wir uns den einmal noch. Und dann sehen wir ja, wie wir das machen. Hallo. Komm, schlag mich, schlag mich, schlag mich. Ja, auf den falle ich nicht mehr rein. Oh, okay. Ja, klüfte mich mit dem zweiten Hammer dreist, aber kein Problem. Jede Menge PvP-Items. Bei der blaue, wofür war denn der? Was habe ich da gehört? Of the Guilty. Ah, Blue Sentinels, okay. Genau. Wie wir uns mit den beiden anstellen. Werden wir in der nächsten Folge sehen von Dark Souls 2. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.